mein Name ist Luca. Meine Damen und Herren, vorgestern habe ich dieses Video hier hochgeladen und darunter waren solche Kommentare. Mein Herz blutet, bla bla bla. Ich mache heute den zweiten Teil davon. 97 Flaggen sind noch offen, so viele Länder gibt es noch auf der Welt und heute zeige ich euch, dass ich mich wohl mit Flaggen auskenne. Flagge 101, Digga. Turan. Oman. Gebe ich mir einen Punkt, relativ nah dran. Jamaika. Nein, Jamaika hat mich schon. Venezuela, das ist Venezuela. Togo. Oh, wo sind wir? Super RTL. Nächste Flagge. Oh, oh, kenne ich. Chile. Nein, nicht Chile. Oh, es ist irgendwas in Asien. Ah, nächste Flagge. Tschechien. Nächste. Boah, Bro. Venezuela, Guinea, Mongolei. Amerika, Türkei, Kind. Malaysia. Alles klar. Wir haben auf jeden Fall keine Musik mehr. Wir machen es wieder mit unseren Sounds. Hier sage ich Madagaskar. Flagge extrem tot. Ey, Bro, wo sind wir hier? Kenia? Was ist das? Eine Ampel? Kongo? Ach du heilige Scheiße. Gambia. Ey, Bro. Das ist Argentinien. Das ist Argentinien mit einem anderen Ding. Guatemala. Ey, Bro. Hier sind Länder dabei. Botswana. Da wusste ich nicht mehr, dass das ein Land ist. Was ist das? Ein Teppich da links? Belarus. Okay, hat man vielleicht... Irgendwas neben China. Hongkong. Ach, ist kein Land. Bhutan. Oh, ist aber die Ecke. Och, Digga. Ukraine mit Gras. Ey, Gabun. Mann, das ist doch nicht wahr. Palästina. Jetzt haben wir Palästina. Ich hatte ganz richtig. Ey, Leute. Bahrain, ey. Das ist doch nicht wahr. Was ist das? Irgendwas mit Russland. Weißrussland. Kambodscha. Oh, Italien mit Pisse in der Mitte. Guinea. Ich dachte, es gibt nur solche Schweine, die so Guinea-Pigs heißen. Was ist das? Libanon mit einer Tanne? Keine Ahnung. Mauritius. Palästina. Das ist Palästina. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ey, Bro. Wie nah ist die Flagge? Bitte. Hä? Oh mein Gott. Rot-Schwarz ist getauscht. Nicht mal das kriege ich gerade hin. Nächste Flagge. Bro. Oh mein Gott. Das ist auf jeden Fall was in Asien, in der Nähe von Korea. Somalia. Never mind. Nächste Flagge. Chai. Pakistan. Boldawien. Moldau. Ey, Bruder. Kilanlian. Kasachstan. Oh Mann, ich wusste es. Irgendwas mit K. Keine Ahnung. Gar keine Ahnung. Honduras, Bro. Keine Ahnung. Tschernobyl. Libyen. Sambia. Ey, Bro, in Afrika kann ich... Was ist das für ein Format? Wir haben sie vertan. Oh, Vatikanstadt? Ja, stimmt, das ist ein Land. Ach, Mann, ey, ich mach mich doch wieder so zum Affen. Bro, für mich ist es auch Palästina, ne? Wir hatten Vereinigte Arabische Emirate. Wir hatten gefühlt... Ach, sei egal. Schweiz mit Blut. Tongo. Es gibt Togo, Tongo. Ich komme als nächstes. Togno. San Marino. Oh, wow. Darauf hätte ich kommen können. Entschuldigung. Spanien 2.0, Montenegro. Ah. Ja, ich komme so langsam wieder ein bisschen rein. Ja, Kehlen nur so wo. Wales, Fidschi. Aserbaidschan. Oh. Barbados. Oh, Ägypten. Jemen. Yeah, man. Oh, ich bin so kacke. Wir haben, Bro, Bügeleisenland. Lesotho. Ey, sorry. Mir kann niemand sagen, das habt ihr noch nie gehört. Lesotho? Bro, wir informieren uns jetzt mal kurz ein bisschen über Lesotho. Bevor ich darauf gucke, ich sag, die haben nicht mehr als 1 Million Einwohner. Ja, 2,306 Millionen. Ja, ein bisschen länger her, schon 2 Jahre. Sind bestimmt 1,3 Millionen Leute ausgewandert. Fläche 30.000 Quadratkilometer. Die Amtssprache ist Sesotho. Lesotho? Sesotho. Ja.
Genauso habe ich es mir vorgestellt. Oha! Bro, ja, ist einfach das gleiche Bild nochmal, nur von weiter weg. Die haben eine Skibahn, ja. Das ist nochmal der gleiche Wasserfall. Das ist ein anderer, das ist einfach ein Staudamm. Nochmal der gleiche Staudamm. Nochmal die gleichen Häuser, die wir gerade schon gesehen haben. Ein Berg. Und Wanderer. Das sind die Bilder, die kommen, wenn man Lesotho... Und nochmal die Häuser. Irgendwann, ich sag's euch, fliege ich für ein Video nach Lesotho und ich mache Fotos vor dem Staudamm, vor den Häusern, vor dem Berg und vor diesem anderen Wasserfall. Das wird dann meine Lesotho-Reise. Aber gut, okay. Wir machen weiter. Laos. Mir ist aber gerade wirklich eine Laos über die Leber gelaufen. Liberia, Bro. Ey, ich werde hier von keins erraten. Ich hatte erst eins richtig. Ein einziges Land hatte ich richtig. Von 47. Blitze. Noch nie gehört. Digga, was ist das Südafrika für Arme? Guyana? Ey, in Afrika, da kenne ich mich überhaupt nicht aus. Ist das Neuseeland? Cookinseln? Oh, man! I don't know, Malawi. Oh, das ist schon wieder Pakistan. Kuwait. Ey, das sieht doch alles identisch aus. Wahrscheinlich müssen die irgendwie diese Farben drin haben, weil die Farben stehen für irgendwas da in der Region. Es ist ja alles wahrscheinlich recht nah beieinander auf Vereinigte Arabische Emiraten, Jemen und so. Abchasien, noch nie gehört. Was ist das? Antigua und Barbuda. Nee, das sind doch keine Länder. Äquatorial? Ja, okay, das hat man wirklich schon mal gehört. Digga, das hatten wir schon fünfmal. Benin. Zwei Hände, die so machen. Brunei. Ey, ich leg gleich auch ein Ei. Ich muss so kacken. Ich komm grad vom Paddle spielen. Burkina Faso, okay, das hat man schon mal gehört. Guck mal, ich komm grad vom Paddle. Es ist 11 Uhr abend, es ist 11:30 Uhr. Burundi. Und ich guck mir Flaggen an, die ich nicht kenne, mit einem Vogel drauf. Dominika. Heißt nicht Dominikanische Republik oder ist das wieder was anderes? Ey, wirklich, bei Flaggen kannst du mich mit jagen. Djibouti. Ich interessiere mich so für Dinge, die mich wirklich interessieren, aber mich juckt's ja nicht, was jetzt hier für Kongo oder Eritrea für eine Flagge hat. Da war ich noch nie und da werde ich wahrscheinlich in meinem Leben auch nicht hinkommen. Eswatini. Das soll jetzt nicht rassistisch klingen oder irgendwie so, ne? Nicht, dass ihr das jetzt hier falsch versteht. Ich habe ja nichts gegen die Länder. Ich wäre noch nie da, Grenada. Ich kann ja gar nichts gegen die Länder haben, aber ich kenne einfach diese Flaggen nicht. Malaysia. Kirgistan. Kirgisistan. Pff, noch nie gehört. Kiribati. Bro, was sind das hier, Zungenbrecher? Komoren, das hört sich an wie ein Tier. Guck mal, da kommen ein Schwarm Komoren vorbeigeflogen. Marshallinseln. Marshallinseln. Ach, Digga, ey, wirklich, ich kann wirklich am Arsch vorbeigehen. Was ist das hier, eine Müsli-Schale? Mauretanien. Keine Ahnung. Mosambik. Auch keine Ahnung. Flagge sieht aber extrem schön aus. Mikro... Was kommt als nächstes? Makronesien? Myanmar. Nauru. Was denn sonst, ne? Klausland. Nicaragua. Oh, das hatten wir doch schon. Bitte denkt euch doch mal was Neues. Warum gibt's nicht mal... Ich habe noch keine Flagge gesehen, wo eine Welle irgendwie so drin ist. Die irgendwie so zack runter, hier wieder hoch, zack. Dann machst du oben schön... weiß und hellblau. Voll schön mit so einer Welle. Und dann packst du das nach Hawaii. Ja, gut, Hawaii gehört jetzt zu den USA, aber nur so von der Sache her. Mach doch mal was Vernünftiges. Ich sag dir, die nächste Flagge ist wieder eckig. Ja, das ist jetzt Vorführeffekt. Das hier ist Japan und Ukraine. Das Kind. A.k.a. Palau. Ne? Lass mal gelten. Südafrika mit Sternen. St. Kitts und Nevis. Was ist da? Ey, sorry, da haben sich doch irgendwelche Leute damals besoffen gedacht. Wir sind jetzt im Land. Keine Ahnung. St. Lucia. Bro. Kolumbien. St. Vincent und die Grenadinen. Ey, sorry. Das ist doch einfach nur ein reinster Fiebertraum. Salomonen. Ja, Salmonellen. Hab dann wirklich. Ich kann das alles nicht mehr. Sao Tome und Principe. Sieht cool aus. Seychellen. Oh, wirklich cool. Estland. Sierra Leone. Ey, das hört sich an wie ein spanischer Volksschlagersänger. Sri Lanka. Ich bin halt auch echt noch nicht viel rumgekommen, ne? Ich kann euch nicht sagen, Südsudan. Gibt's auch noch den Westsudan? Ja, ich sag Nordsudan.
Suriname. Tadschikistan. Norwegen. Trinidad und Tobago. Bro. Teppich. Persien. Turkmenistan. Heißt nicht Turkmenistan. Ach, ist doch egal. Tuvalu. Ist da dieses Great Britain Logo drin, weil das damals eine Kolonie war? Könnt ihr das mal in die Kommentare schreiben? Letztes Mal waren übrigens auch so viele krasse Kommentare drunter mit so Erklärungen, warum welches Land wie ist und warum dieser rote Punkt in Japan und dann steht da für die Sonne und so. Das fand ich richtig geil. Zentralafrikanische Republik. Leute, die letzten drei. Kein Plan. Kein Plan. Südkorea.